Aloha, liebe Leute, und willkommen zu einem kleinen Infovideo hier das erste Mal bei Phil's Pop Punk Paradise. Hiermit nur gerade ein kleines Statement abgeben, weshalb es in den letzten Tagen eigentlich nie wirklich was Neues gab oder so. Tage sind ja mehr Wochen bis Monate. Und zudem möchte ich mich zu den ganzen Re-Upload-Sachen mal kurz äußern, damit man halt auch das ein bisschen nachvollziehen kann in Richtung Transparenz nochmal. Nur kurz vorab, im Intro-Video lasse ich Hintergrund ein bisschen Musik spielen. Wer wissen will, wie es heißt, einfach in den Kommentaren fragen, dann beantworte ich euch die Frage. Aber kommen wir mal zu dem Hauptding. Ich gehe mal gerade auf meinen Kanal. Passt auf. Ihr habt ja nochmal hier meine ganzen Uploads. Das sind zwei Sachen, wo ich getestet habe, die nicht gelistet sind, aber da kann ich auch gleich noch ein Wort zu sagen. Das Wichtige sind eigentlich hier die zwei Videos. Das sind ja beides Videos, die ich schon mal vorher hochgeladen habe, nur jetzt unter der Prämisse, dass es ein Re-Upload ist. Re-Upload? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich Copyright-Probleme auf den ganzen Videos zuvor hatte. Aber dafür gehen wir am besten mal gerade in die Creator Studio. Da haben wir den Video Manager gehen. Hier schon auch die ersten Meldungen. Hier seht ihr auch, dass es vielleicht noch ein, zwei mehr Videos gibt, nur die einfach nicht gelistet sind. Die zwei hier habt ihr gerade eben auf dem Kanal gesehen, die sind ja auch online. Enthalten trotzdem urheberrechtlich geschütztes Material. Aber es ist nicht so schlimm, dass es komplett, sag ich mal, gesperrt ist. Es sind nur Sachen, die die Monetarisierung verhindern, wobei das ja sowieso nicht meine Absicht in der ganzen Sache ist. Im Vordergrund steht nun mal einfach der Punkt, dass ich Bock an der Sache habe und es aus diesem Grund mache, nicht wegen Geld. Gut, auf jeden Fall, hier seht ihr halt die ursprünglichen Videos, also ungeschnitten, unverändert, und auch so, dass die eine Zeit lang online gewesen sind. Hier FIFA-Video ist wohl eines der besten Beispiele. 88 Aufrufe und das war auch relativ lange online, bis am letzten Tag ich einen Widerspruch zurückbekommen habe und dadurch das ganze Video in ganz Deutschland gesperrt wurde. Ganz Deutschland und in der ganzen Welt natürlich. Das seht ihr auch hier schon. Audiovisueller Inhalt. Dies bedeutet halt, die Musik und das Bild, was ihr gesehen habt, ist in diesem Land gesperrt. Und manchen ist es relativ egal, aber hier seht ihr zum Beispiel, dein Video kann nicht wiedergegeben werden. Und dann Oberpunkt in allen Ländern. Logisch, es ist komplett offline. Dabei handelt es sich um das Lied von den Helden mit Guten Tag. Und das, sage ich mal so, da es nur ein Video war, habe ich mir sogar die Mühe gemacht und habe mal Kontakt mit den jeweiligen Verwaltern aufgenommen, aber da bin ich zu keiner sinnvollen Lösung gekommen, deshalb ich gesagt habe, pass auf, ich mache den Schritt einfach dahingehend, dass ich das Video verändere. Gibt natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, das Video wirkt natürlich halt ein bisschen leerer dadurch, aber trotzdem konnte ich so wenigstens online stellen und es ist auch irgendwo noch ein vernünftiges Ergebnis, was widerspiegelt, was ich in dem Video sagen will. Also, von daher weggeschnitten bzw. unkenntlich gemacht und hochgeladen. Das musste ich leider nochmal machen, weil das Unglückliche ist, beim ersten Video habe ich relativ viel wegbekommen an den ganzen Copyright-Meldungen. Also wo der Widerspruch, den ich eingelegt habe, angenommen wurde. Nur bei einem weiteren Versuch, es hochzuladen und einen Widerspruch einzulegen, wurde es dann hingegen der Widerspruch abgelehnt. Weshalb ich dazu gezwungen war, auch die Szenen nochmal unkenntlich zu machen. Das war der Grund, weshalb ich dann einige Sachen öfter nochmal hochladen musste. Und jetzt habe ich ja, wie gesagt, eine zumindest im Moment finale Version online und wäre froh, wenn ich die jetzt nicht mehr anfassen müsste. Aber im Nachhinein kann natürlich jeder immer noch kommen und einzeln einen Einspruch dagegen einlegen und dann könnte es vielleicht wieder gesperrt werden. Aber das soll jetzt auch kein Grund sein, uns jetzt aufzuhalten. Und ich hoffe einfach mal, dass es nicht passiert, weil, wie gesagt, das ist alles hier eine
Sache, die aus Spaß und Freizeit entsteht und nicht irgendwas anderes im Hintergrund hat. Wobei ich zugeben muss, ich fände es schon gut, wenn man eine gewisse Reichweite erzielen könnte. Und wenn das wirklich mal irgendwann der Fall sein sollte, würde ich auch weiterdenken. Nur im Moment ist die Sache klar, dass keine weiteren Absichten hinterstehen. So. Das gleiche hatte ich übrigens auch bei den Anime-Liedern, nur da wurde der Widerspruch schneller bearbeitet, weshalb ich auch da eine schnelle Lösung hatte und das länger online lassen konnte. Nur trotzdem hat mich das Ganze einiges an Zeit gekostet, gerade weil es bei mir das Rendern und alles relativ wenig, ja, weil es mir bei mir relativ langsam alles abläuft durch den Computer und den Upload, aber gut. Es ist erstmals online und das ist ja auch gut. Hier habe ich auch nochmal ein bisschen was getestet. Anscheinend kann ich unter 30 Sekunden die Sachen schon hochladen, ohne eine Meldung zu bekommen, aber ich bin ehrlich, das wird nicht die Absicht mehr sein, aber unter dem Aspekt werde ich wahrscheinlich die nächsten Videos etwas gestalten. Also damit habe ich ja hier schon mal den Punkt erklärt, wieso es keine Videos groß gab. Ja, jetzt kann ich halt noch, habe ich noch zwei Punkte, die ich gerne mit euch ansprechen würde. Und zwar muss ich jetzt mal auf meine schlaue Liste gucken und anscheinend feststellen, dass ich absoluten Bullshit offen geschrieben habe, denn ich habe neues Problem geschrieben, aber ich meine natürlich neues Projekt. Sehr gut, Philipp, direkt nachbändern. Nein, also, ja, ich habe ein neues Projekt geplant. Das ist eher ein Richtung Podcast gehendes Projekt, das heißt relativ einfacher Content. Und das werde ich mit einem zusammen machen, den ich schon länger kenne. Und mit ihm werde ich dann halt einen in der Regel, sagen wir doch, 30 Minuten langen Podcast über das Thema Pop-Punk oder Musik allgemein. Themenvorschläge können auch gerne da rein gepostet werden. Einfach kommentieren, wenn das Video da ist. Aber das, die Grundsache dahinter ist einfach, der Kanal soll nicht mehr so leer wirken, weil der Aufwand, der hinter den zu erstellenden Videos ist, ist halt in Relation zu groß, um das wirklich erstmal regelmäßig zu machen. Ich habe halt die Problematik der Recherche, ich schreibe mein Skript, ich spreche es ein und dann muss ich es noch ein bisschen bearbeiten, dass es so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und der ganze Ablauf schaffe ich halt nicht in so kurzer Zeit. Und ich möchte halt einen gewissen Qualitätsanspruch mir selber stellen, weshalb nicht jeder Bullshit hochgeladen wird. Vielleicht denke ich irgendwann mal anders, aber im Moment ist es nun mal so. Ich will halt lieber Qualität statt Quantität. Aber trotzdem, der Podcast wird dann halt ein bisschen Zeitvertreib sein und ich könnte mir vorstellen, dass wir den wöchentlich bringen. Und ja, gerne, wenn jemand Interesse hat, da mitzuwirken, könnt ihr euch ja mal melden, aber wir wollen auch nicht unbedingt jeden dann dabei teilhaben lassen. Und erstmal gucken, ob das so mit uns beiden in dem Podcast interessant wirkt oder halt für einige auch dazu führt, es zu liken, zu klicken oder ähnliches. Wir haben auf jeden Fall beide Bock und das ist die Hauptprämisse dahinter. Und darauf freue ich mich schon. Ja, das war unser neues Projekt. In Sachen Ankündigung habe ich auch noch was zu machen, denn es wird ein neues Video geben, nur kann ich das leider jetzt nicht mit Thumbnail zeigen, aber das Thema wird auf jeden Fall Pop-Punk sein. Wie ihr vielleicht hier auch schon seht, habe ich da vielleicht ein bisschen was schon gegoogelt, weshalb mir da was empfohlen wird, was ich vielleicht mir angucken will. Also vielleicht, wenn ihr das euch anguckt, könnte es ein kleiner Spoiler sein, was man in dem Video zu erwarten hat. Es wird auf jeden Fall interessant und das Thema wird Pop-Punk-Band sein. Es wird ein Top-10-Ranking sein und das Skript ist soweit geschrieben. Das heißt, es wird jetzt nur noch in die Einsprechphase gehen und in der Einsprechphase, wenn die beendet ist, mache ich mir das schnell zusammen und dann versuche ich es relativ fix online zu bringen und hoffe, dass die Copyright-Meldungen relativ, sag ich mal, sich in Grenzen halten, was halt unglaublich viel Sinn machen würden. Damit wir auch mal ein bisschen vorankommen, weil das hält einen einfach unglaublich auf. Gut. Wenn ich ehrlich bin, das war es auch schon.
wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Dinge habt, auf die ich mich mal äußern soll, gerne unter die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video. In dem Sinne würde ich euch dann noch einen schönen Tag oder was auch immer wünschen. Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao!